So, jetzt aber meine Lieben, Hallöchen und willkommen zurück zu Stalker Lost Alpha, dem vermutlich letzten finalen Part des Spiels. Ich hoffe, ihr habt es bis hierhin genossen. Und zwar mindestens genauso wie ich. Okay, get to the main control room. Okay, die Tür ist aber immer noch broken. By the way. Oh! Okay, warte, wir haben den Code ja hier irgendwo bekommen, ne? Nur wo? Oh shit, hätten wir uns den irgendwo aufschreiben müssen? Scheiße. Oh, find the engineer's PC. Oh, and download the access code. Okay. Haben wir das nicht schon? Wir waren doch am PC, ne? War wahrscheinlich der falsche, ne? Passwort, access codes. X10. Ja, das ist ja nicht das X10. 3823 wird doch nicht funktionieren. Oh, auch noch falsch eingegeben. Macht ja auch keinen Sinn. Macht ja auch keinen Sinn. Okay. Ja, gut. Wir müssen hier, glaube ich, nochmal ganz runter jetzt, ne? Ganz unten waren wir auch noch nicht. By the way. Ja. Ja, ja. Oh, hier ist was gespawnt. 4 Gegner. So many innocent lives. It's not good. We should pass them off as teddy bears and sell them to naughty little girls. What? Anyway, I don't believe they know what they're doing. This job does not feel right. Don't worry. I'll buy you a beer and everything will be fine, Barney. If you say so. Hey, I've got an order. Bring another one here. And the beer, too! Let's go back to work. Okay. Oh, ich hab Hunger. Wollen wir was essen? Hab nix. Doch. Wow, guckt es euch an. Wir sind hier irgendwo mitten in den Generatoren unter Tschernobyl-Atomkraftwerk. Alter, in irgendeinem Kacklabor. Ey, das ist so krass. Imagine, Leute. Imagine. Alter, ich finde es so umwerfend. Krass. Die Atmosphäre ist gerade so krass. Klar, es künstelt sich jetzt bei mir speziell auch so ein bisschen hoch, weil ich es einfach so abgefahren finde. Guck mal hier, so Testkammern. Oh Gott, was hier nicht alles abging. Ich kann es mir richtig vorstellen, so als wäre man halt wirklich hier gerade, so von der Atmosphäre her. Es ist so krass. Oh. Holy shit, wo kommt ihr alle her? Wait, what? Oh mein Gott, 2 von euch. Komm mal her. Jetzt rennt doch nicht weg die ganze Zeit. Ist das euer Ernst? Herkommen.
Aufs Maul! Her, komm! Du kommst hier nicht vorbei! Wo ist ein anderer Hans? Wo ist Ketchup? Komm mal her! Naja, mach euch weg! Mit dem Messer macht man das. Wo bist du? Komm her! Come here! I drag you in die Ecke. Ah, komm her. Nicht davonlaufen. Das gibt's nicht. Alright. Okay. Also wieder hoch. Ist das krass hier unten einfach. Okay, krass. Okay, das hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen. Hier kann man sich dann noch überall so eine Upgrades und so ein Shit alles runterladen. Tja. Hätte ich es mal vorher gewusst, ne? Nur ist es halt, wie es ist. Wait. Bin ich von hier gekommen? Ne. Wo geht's denn hier raus? Wo bin ich näher gekommen? Von hier irgendwo. Ah! Hallo, Rädchen. We don't have a problem. We can cooperate. No, not cooperate. We can live together. Eine Co-Exploration. Ach, was weiß ich. Ich quatsch scheiße. So. Ab geht's. Zack. Bum. Pau. Bam. Was war der Code? 23 Fitzen oder so? Nee. Das war falsch. Was war der Code? Scheiße, was war denn der Code jetzt? Bin ich blöd? Oh, wieso hat er den hier nicht reingemacht? Was war denn das? 2313 oder so? Es war doch irgendwas mit 23. Oh shit, muss ich jetzt ernsthaft nochmal runterlaufen? Scheiße! Mann! Ah, was war denn das? 23 Fitzen oder so, denke ich. 23, 27? War das so? Wo ist der Shit? Warum laden wir es überhaupt aus dem PDA runter? 23, 45. Warum laden wir es überhaupt auf dem PDA runter, wenn es nicht im PDA drin ist? Toll. So ein Quark. Mit dicker Soße, sag ich euch. Ganz dicker. So. Hallo, Zombie.
What's up, zombie? Oha. What the fuck? Was zur Hölle? Wie krass sieht das bitte aus optisch? Das sieht so geil aus von den Farben her und so. Einfach nur genial, das Spiel. Einfach nur genial. Desowave, ihr seid die Besten, Alter. Richtig geil. Nice, good job. This is so awesome. See, you have many questions for me. Well, ask them, and then we can decide what to do with you. Was? Er ist der Gezeichnete? Hä? Wait, what? Oh, er ist der, den wir in den Träumen immer gesehen haben. Glaube ich. Der Typ mit dem Hund. Oder nicht? Wer bist du? We are the result of an experiment aimed at creating a superconsciousness called C-Consciousness. The consciousnesses of 7 volunteers were connected during the experiment leading to the creation of the superconsciousness that is us. We immediately subordinated those who were conducting the experiment and assigned them to tasks we needed them to carry out. According to our calculations, Earth is surrounded by a special informational field, the so-called noosphere. It includes all the inhabitants of the planet with cognitive abilities. Our main goal was to make small adjustments to the noosphere, allowing us to remove things like anger, cruelty, greed, and other negative factors from the planet. Individuals are unable to affect the noosphere, but see consciousness could. Unfortunately, we made a mistake, and our interference spawned the zone, which we had been trying to contain ever since. Ist das krass, Alter. Der hat, also erstens, der hat eine richtig geile Stimme, der Typ. Die Qualität ist auch geil. Zweitens, was sind das hier? Was ist das bitte? Was zum Fick? Drittens, übelst krass, dass man so gegen Ende, dass sie das hier noch eingeführt haben, dass man hier so einen Typen hat, der einfach nochmal so alles so ein bisschen erklärt auch. Also der alles so ein bisschen nochmal aufdeckt, so. Wisst ihr, was ich meine? Im originalen Spiel kriegst du halt irgendwie nie so richtig was erklärt. Und hier, das ist richtig gut, dass man gegen Ende einfach nochmal mit so einem Typen labert, der einfach alles erklärt. Das ist so krass. Was ist die Zone? What you see is the result of ill-considered intervention in the Earth's noosphere. Attempts to affect the noosphere brought about a local crack. The zone is simply the visible manifestation of this crack. The underlying problem is far greater than you can imagine. Okay. Warum passiert das alles hier? It was the best place. After the explosion in 1986, there were very few people left in this area, and we could work without fear of being found. Further, there were many powerful antennae here, which are extremely important for our cognitive optimization experiments. Bist du verantwortlich oder trägst du Verantwortung für die Explosion 1986? No, we had nothing to do with that. Most of us were only starting out in science back then. The Chernobyl zone was not used as a testing site for experiments until 1989. Okay, was passiert jetzt mit mir? You're a bolt that fell out of the machine. Was? Unfortunately, that did not come to our attention for a long time. From the moment the zone was formed, many people have tried to get to its center. But we cannot let that happen. Humanity is not ready for the truth. That is why we recruited stalkers by promising them the fulfillment of their most coveted desires. Once recruited, they would be sent to protect the zone's secret. What the fuck? Wir sind einfach aus der Maschine gefallen. Mehr oder weniger. Und sie, also die...
konnten es nicht zulassen, dass Menschen in die Zone gelangen, weil sie noch nicht bereit für die Wahrheit sind. Krass. Was sind diese Todestrucks? The transports we use to send our marked agents into the zone. They infiltrate the stalker community and carry out our orders without realizing it. Unfortunately, more than half of stalkers die during transportation. The zone is very unstable. You are one of our agents sent to kill Sturlock, and we're now trying to work out how we made that mistake. Ja, das weiß ich auch nicht, wie man das irgendwie verkacken kann. Was bedeutet das to Stalker? Stalker is a coded acronym, which we use to mark agents programmed for particular missions. Your mission as our agent was to kill Strelak and his group. They got too close to finding out things they shouldn't know. We created a network of psi fields on the way to the zone center in order to recruit agents. You know one of these fields by the name of Brain Scorcher. When a stalker attempts to reach the zone center in order to fulfill some wish, we acquire control over his consciousness and program him to a specific mission. A mistake was made, and your mission was to kill yourself. Ja, offensichtlich ja. Was passiert also als nächstes? That depends on you. The zone is growing. We are trying to restrain its expansion, but humanity seems to be intent on hindering our work. Our resources are not limitless, and the bodies connected to sea consciousness eventually die. If you join us, we can restrict the zone's growth. If you decide otherwise, we cannot make a credible prognosis of the outcome. Ja, gerne beides mal sehen, ne? Aber fürs Erste... Fürs Erste habe ich halt meine Erinnerung verloren, aber nicht mich selbst. Oh shit. Ich habe keinen Plan, ob das Sinn ergibt. Okay. Vielleicht doch. Okay, you are dead. Ha! Perfekt! Ich hab gedacht, ich schieße einfach mal alles kaputt, was soll schon passieren? Ja. Irgendwie nicht so geklappt. Okay, ich kann dem Ganzen jetzt nicht entkommen. Ich wollte halt... Bold, okay, ich versuch's jetzt nochmal.
Ah! Ah, goddammit. Kann mich nicht bewegen. Mann! Ich kann mich nicht bewegen. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, das alles kaputt zu schießen. Aber warum nicht? Ich denke schon, dass es Sinn macht, das alles kaputt zu schießen, sonst wäre es nicht animiert. Sonst könnte man das nämlich auch gar nicht erst machen, was keinen Sinn ergeben würde. Und das bringt, glaube ich, nichts. Jetzt passiert gerade gar nichts mehr. Mal jetzt alles kaputt. Jetzt? Oh. Open Save? Meine ich lebe noch. Alles vorbei. Es ist friedlich. Die Vögel zwitschern. Das ist das erste Mal, dass man so krass Vögel zwitschern hört in Stalker. Holy shit, wie geil ist dieser Moment gerade. Das ist das erste Mal, dass man so friedliche Vögel zwitschern hört in so einer großen Anzahl. Haha. Und auch so viele sieht. By the way.
müssen wir denn hin? Laufen wir hier lang? Schau mal, ein riesen See hier. Holy moly. Wir haben es geschafft. We did it. We really did it. Ja, das war Teamwork. Dogfang Guide. Ohne euch hätte ich das sicher nicht geschafft. Beziehungsweise hätten wir es nicht geschafft, das zu enden, was wir begonnen haben. Aber echt hart zu verstehen und zu glauben. Und das ist ein echt komisches Gefühl. Was ist, wenn das alles nicht real ist und nur eine weitere Fassade der Nichtsphäre? Wie können wir sicher sein, dass das nicht alles schon nochmal passiert? Tja, die Zeit wird es zeigen. Also die... Wir haben die Generatoren hochgejagt und die Zone ist verschwunden. Die Dinge sollten jetzt besser laufen. Ja, vielleicht. Aber wir müssen noch viel aufräumen und es gibt noch viel zu tun. Ja, ich habe noch ein bisschen Business outside, also draußen von dieser Welt. Also ich werde dann gehen, Strelok. Und pass auf dich auf. Ja, ich werde nie vergessen, was du getan hast. Ach so, ich werde niemals vergessen, wenn ich Hilfe... wenn du Hilfe brauchst, bin ich da.
but I made it. And I guess I should be thankful for that. Okay, wir können nach dem Ende also auch noch weiterspielen. Das ist geil. Das ist geil, Leute. Aber jetzt will ich ja nochmal wissen, was passiert denn, wenn wir uns hier ganz anders entscheiden? Wie wird das Ganze dann ausgehen? Oh, ich habe richtig Gänsehaut, Leute. Das ist so gut gemacht. Wow, die Kamerafahrten, das Lied. Ich liebe dieses Lied. Oh, und dann beim Mondschein. Oh, wie sich Strelok und der Ghost einfach in den Arm legen. Oh, es ist so geil. Es ist so geil. Oh. Saugut, saugut, saugut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut gemacht einfach. Okay, jetzt will ich aber natürlich nochmal die andere Seite wissen. Wenn man sich da anders entscheidet. Inwiefern sich das von dem anderen unterscheidet. Aber das Ende ist sagenhaft schön gewesen. Auch super schön programmiert und ausgedacht einfach alles. Richtig von vorne bis hinten. Einfach ein würdiges, geiles Finale. Richtig cool gemacht. So, schauen wir nochmal, wie es ist, wenn man sich den anschließt. Jo. Kann das Spiel auch ruhig mal abstürzen. Ist okay. Ist jetzt halt auch echt kein Problem mehr. Alles okay. So. Das hat das Spiel sich verdient. Ich denke mal nur, dass sich die Cutscenes ein bisschen ändern werden vielleicht. Beziehungsweise nicht, ach Quatsch, jetzt lade ich schon wieder den letzten Saves, aber der wäre falsch. Nee, nicht die Cutscenes, ich meine die Endscene. Wird sich wahrscheinlich ein bisschen ändern nochmal. Ach, Stalker ist einfach gut. Stalker ist einfach richtig gut. So, wir laden das gleich nochmal neu. Das war jetzt der falsche. Ja, der ist ganz falsch. Den hier brauchen wir, glaube ich, ne? So, hoffen wir, dass das Spiel nicht nochmal abstürzt. Abstürzt. Okay, we get it. We made it. Oh, es ist auch um einiges flüssiger gerade, glaube ich, nach dem Neustart. Naja. Okay.
I see you need what you, you're able. It was the Benno. Stock the trans that depends on you. Okay. The zone is growing. We are trying to restrain its expansion, but humanity seems to be intent on hindering our work. Our resources are not limitless, and the bodies connected to sea consciousness eventually die. If you join us, we can restrict the zone's growth. If you decide otherwise, we cannot make a credible prognosis of the outcome. Okay, wir schließen dich uns an. Oha, das ist nicht gut. Das sieht schon mal gar nicht gut aus. Oh, nee, nee. Nee, nee, das ist nicht gut. Dann wären wir auch nur einer dieser Geister oder sowas. I haven't seen Straylock in a long time. Is he dead already? Although he's hardy as a cat, he should be okay, I think. But well... Well, let's leave this place, pal. Let's have some dinner. I know that you're more interested in that than our old friend. Ja. Offensichtlich ein sehr schlechtes Ende. Wow. Wow. Es ist einfach auch instant vorbei, so. Da kommt gar nichts mehr. Also, ja. Einfach nichts passiert, als wären wir nie da gewesen. Wir haben uns aufgeopfert und sind eins mit der Zone geworden. Sind halt verschmolzen und, ja. Sonst ist nichts weiter passiert. Weder Gutes noch Schlechtes. Als hätte es uns nie gegeben, anscheinend. Ja, nicht cool, nicht cool, das Ende. Leute, auf jeden Fall vielen lieben Dank. Das war's mit Stalker Nost Alpha. Ein weiteres Projekt geht nach, ja, dem 42. Part zu Ende oder so. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei jedem einzelnen Däumchen nach oben. Ich habe schon gesehen, das Projekt wurde sehr gerne verfolgt. Relativ viele, für meine Verhältnisse, viele Aufrufe, was mich sehr freut. Immer sehr cool zu sehen, dass sich dafür Leute interessieren und das so ein bisschen mitverfolgen. Das fetzt. Dafür mache ich das ja, logischerweise. Und ja, es freut mich. Echt cool. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns ja auch bald wieder. Also wir sehen uns so früher wieder, aber ich meine, allerspätestens 2022 zu Stalker 2. Wenn das nicht verschoben wird, oh, da bin ich absolut hyped. Was man da schon gesehen hat, absolut geil. Da freue ich mich unglaublich drauf. Ja, und ansonsten gibt es jetzt nichts mehr viel zu sagen. So, ich fand das Ende halt ultra gut, was die da noch alles so eingeführt haben. Das neue Gebiet, die Generatoren, die ganze Idee dahinter, ja. Da nochmal ein Gebiet mit Generatoren zu machen und da noch so ein Labor reinzumachen, dass man da drinnen noch ein bisschen rumläuft, die ganzen Räume, die ganzen Cutscenes, die ganze Arbeit, die das Desowave-Team da noch reingesteckt hat. Absolut Wahnsinn. Richtig, 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 richtig gut. Funktioniert auch alles, also bis auf ein paar wenige Bugs, aber das Spiel ist völlig kostenlos nochmal, ja. Ihr könnt es euch kostenfrei runterladen. Und für ein kostenfreies Spiel ist das halt wirklich einer der besten Spiele, die man so spielen kann. Ja, for free. Also zumindest im Singleplayer-Bereich. Weil was anderes bietet das ja nicht, logischerweise. Aber ja, ultra gut, ultra, ultra gut. Mir hat es extrem gut gefallen. Besser als das Original? Ja, nein, vielleicht. Ich meine, das Original ist halt das Original, wisst ihr? So, aber das hier ist halt schon, ja, ist halt eigentlich schon nochmal ein ganzes Stück besser als das Original. Als generell, eigentlich als alle Teile. Also, die Lost Alpha ist schon so ziemlich das finale Endprodukt, was so ein bisschen alle Serien zusammenfasst, finde ich, wovon von allen Sachen, von jedem Teil ein bisschen was drin ist. Und es lohnt sich auf jeden Fall, das zu spielen. Ist kostenlos, ladet es euch runter, Leute.
Richtig, richtig geil. Auch optisch noch absolut, absolut wunderschön. Ich fand's richtig geil, das Ende jetzt, wie gesagt. Ich fand's krass, was da noch alles kam. Ne? Wie gesagt, mit dem Labor, mit den ganzen Cutscenes noch und so. Richtig cool. Ja. Eine absolute Legende von Spiel einfach. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ich verabschiede mich an der Stelle, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen noch einmal. Und wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Wenn es wieder heißt Stalker. Oder was auch immer. Macht's gut. Und tschüss.